Und damit hallo und willkommen zu einer weiteren Episode von Dungeon Clover? Ja, wir sind auf Ebene 9. Ich will mal den Rucksack angucken. Wir haben ja viel Gold. Aber ich meine, den Gifttrank können wir hier zum Beispiel loswerden. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und vielleicht auch die Sichel, damit wir etwas leichter werden. Wir haben auf jeden Fall hier mit dreimal dem, für jede zwei Lebenspunkte kriegen wir 6 Gold. Na, ich würde sagen, dann gehen wir mal zum Schredder. Also wir haben zwar 680 Gold, das bedeutet, diese Gold klauen. Verdammt. Naja, aber jetzt heben wir ja schon fast unseren ganzen Bestand an. Okay, und die haben nur Heilung gemacht. Das ist, oh Gott, ja, jetzt haben wir Doppelmagnet. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd. Ja, da muss man muss immer gucken, dass man die Magneten rüberkriegt. Oh, das hat ihn nicht gekillt. Das ist halt... Nö, das kann man überspringen. So, jetzt gucken wir mal. Das hier können wir noch rausnehmen. Die Sichel brauchen wir nicht. Den Schild würde ich noch aufwerten. Den Heilstab würde ich auch aufwerten. Das kann ich eigentlich auch raus. So, dann schreddern wir das. Das macht uns zwar temporär schwächer. Nee, die Bombe brauchen wir nicht. Aber gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ja hier einen netten Perk. Ich meine, Magneten haben mehr Kraft. Was haben wir hier schon mal? Man startet den Kampf mit Block. Und da, erhöht kritische Trefferchance um 5%. Das bringt doch was. Also, schauen wir mal. Ich brauche keine Heilung, also versuchen wir mal direkt damit durchzustarten. Das ist nur ein Dolch, der 137 Schaden macht. Das ist eine Frage. Die Kreditkarte. Die macht einen Schaden und dann gibt sie 5 Münzen aus, um den Schaden permanent um 2 zu erhöhen. Das bedeutet, wir können die einmal pro Runde anwenden. Ich nehme sie mal mit. Die wird ja immer stärker. Die Dolche sind halt im Vergleich dazu noch besser, weil die kriegen diese plus 2 die ganze Zeit, aber für die muss ich halt auch das Gold halten. Ja, das... Oh, achso, wenn ich nur einen Einzelgegenstand habe, dann... So. Weil wenn ich kein Gold habe, dann funktioniert ja nichts. Nee, Magnet nehme ich nicht nochmal, weil das haben wir ja letztes Mal schon bemerkt. Der Magnet, der verhunzt uns das Ganze eher noch, weil wir dann den Punkt haben, dass die sich gegenseitig anziehen und wenn die meiste Fläche hier im Automaten ist, dann ja. Gott. So, wir müssen hier ansetzen, damit der meiste Teil hier drüben ist. Da sind wir schon bei über 700 Gold wieder, also... Ja, das mache ich jetzt aus dem ganz einfachen Grund, jetzt hauen wir uns nämlich selber. Bei der, der Reflexionsschaden. Was? Der reflektiert 8 Angriffe. Ach du Heiliger. Okay, das ist eine neue Version von dem, oder wir haben den immer schon früh gekillt. Sind die jetzt? Das ist brennender Flaum.
Okay. Das war eigentlich recht gut. Ah, jetzt ist sein Reflektieren schon mal weg. Ja, wir haben 4 Schaden genommen und das ist dieser Nachteil an diesem Bild. Gegen den Boss hier mit dem Reflektieren haben wir ein Problem. Weil das Reflektieren ist nicht so gut. Du hast 2 Stärke, wenn am Ende des Zuges... Ja gut, das kriegen wir nie hin. Entferne 3 Gift am Ende jeder Runde. Wann immer du verletzt wirst, wird ein Gegenstand aus dem Deck... Ja, das klingt gut. Wir haben ja noch in Kombination damit, glaube ich, das hier. Verursacht einen Schaden, wenn irgendwas reinkommt. Also, wir machen so ein Endlos. Na, ich gehe da oben hin. Da ist die Schmiede nämlich zum Aufwerten. Ich glaube, wir haben das Design auch noch nicht gehabt. So, dann machen wir das hier. Dann haben wir alle Münzen, glaube ich, mitgenommen. Außer die eine Münze, die haben wir jetzt nicht mitgenommen. Moment, wir haben... Hatte ich keinen einzigen Angriff? Weil wir haben kein einziges Mal Schaden gemacht. Wir haben... Wir haben nichts Offensives gezogen. Ja, auch mal was. So, das müsste jetzt aber... 163 Schaden, also da wäre nochmal ein goldener Dolch, aber ich überspringe das. Wir sind jetzt ja eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt. So, das müsste die ersten beiden umbringen. Ach komm! Das ist ja mal mies. So. Ja, das kann aber passieren. Das ist eine typische Pachinko-Mechanik. Nee, da brauchen wir auch nichts. Ach, ich hasse diese Typen. So, nehmen wir mal das hier. Ich muss gucken, dass ich mit dem Kran am Anfang die Karte nehme. Also die Kreditkarte, damit die ihren Schaden entfalten kann, weil aktuell macht die 3 Schaden. Wir haben die also bisher nur einmal genutzt. Dann haben wir was für einen Müll? Ich meine, die Büroklammer ist natürlich auch nice, wenn wir die Stärke erhöhen können. Aber, na komm, wir tun mal den giftigen Dolch noch weg. Dann gucken wir mal die Karte. Das kostet weniger Münzen. Und das wird um mehr erhöht. Ich glaube, das ist gut. Und das können wir noch upgraden. So. Wo ist die Kreditkarte? Da unten ist sie. Ach je. Ah ne, die ist da hängen geblieben. Ich wollte gerade schon sagen, haben wir die schon mitgenommen. Wir können halt hier, wir können fast nur ganz oder gar nicht machen. Was hat denn da noch ein bisschen Schaden gemacht? Ah okay, ich dachte schon, warum leuchtet das jetzt gelb? Ich glaube, die Streitaxt hat so ein bisschen Schaden gemacht. So. Jetzt gucken wir mal, wenn wir so machen. Ah, die Karte feuert weg. Das ist natürlich so ein Problem, dadurch, dass ich den Magneten habe. Kann ich. Lege den Kriegskammer auf den Altar und sieh, was passiert. Lege goldenen Dolch. Ich lege mal den goldenen Dolch. Ja, dachte ich mir, dass das so ein Duplikat-Ding ist. Dann haben wir jetzt 6 von den goldenen Dolchen. Das ist halt... Ja, irre.
So, der hat 700 live. Wo ist die Kreditkarte? Die ist hier, die kriege ich nicht. Dann versuchen wir mal. Boah, wir haben nichts. Okay, das war keine gute Ausbeute. Das wird nichts, oder? Doch, das wird schon was. Okay, wir haben den in einem Zug erledigt. Oh, noch mehr goldene Rüstung. ja, wir nehmen goldene Rüstung, warum nicht? Ich meine, mit 807 Trefferpunkten, was wollen die Gegner uns machen? Oh, 2x23. Das ist ja mal niedlich. Und wir starten mit 3 Stärke. Und dann haben wir sogar 4 und das ist ja... Da wäre noch eine Midas Hand, aber ich sehe keinen Sinn daran. 50 Münzen auf Rot. Okay. Ich sollte vielleicht mehr durchlesen, aber es war irgendwie klar, dass da Roulette ist, weil du setzt Geld auf Rot oder Schwarz. So könnte man natürlich den Automaten schon leer bekommen. Wir brauchen eigentlich nur mehr Haken. Ja, kann man wieder überspringen. Wir würden alles clearen. Also ich werde mal gucken, dass ich ein bisschen zackig mache. Die Kreditkarte ist halt 216 schon. Also es ist halt... So, dann hier. Die macht jetzt 9 Schaden. Also die... Na, und genau dann fliegt die natürlich raus. Das ist natürlich wieder mal mies. Aber hier, wir machen... Wir hatten doch vorhin erst noch 700 oder sowas. Na, verdammt, ich krieg die Kreditkarte ist halt einfach, ja, dadurch, dass sie Plastik ist und wir mit diesen Magneten arbeiten. Aber wir machen, wir sind jetzt bei 1100. Ne, Plastikknife brauche ich nicht. Ich habe auch keine Begleiter, also, nehmen wir uns das, wo wir am meisten draus machen können. Gold. Ich meine, wir haben jetzt 177. Wir haben 1000 Leben. So. Naja, das war etwas blöd wegen der Armor. Aber hier, unser gesamter Automat wird hier zusammengeworfen. Wir haben gerade, glaube ich, irgendwie wieder 30, 40 gemacht. Jeder Perk, der uns irgendwas für Gold gibt, hier, das kann er jetzt auch noch machen, damit das einheitlich ist. Was haben wir hier? Ja, jeder Perk, der hier kommt, das ist... Also... Ah, hat sich sogar schon erledigt. Also, jeder Angriff appliziert ein Gift. Und erhöht die Reichweite von Magneten. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Das haben wir schon mit dem Gift. Und wir haben das, was weitergeht, haben wir nicht. Aber dann mache ich das nochmal. Ich meine, was soll ich sagen? Der hier ist zum Beispiel, der ist ja ein Endgegner. So. Da haben wir jetzt die Karte und die macht 12 Schaden jetzt.
Frage ist, macht dieser. Kriegen wir eigentlich. Ja, wir kriegen den Schaden von dem Dolch ab. Das ist natürlich. Ich glaube, jetzt gehen wir drauf. Ja. Ja, dieses 10-mal reflektieren ist halt in diesem Ding tödlich für uns. Was soll ich anders sagen? Aber ich wüsste auch nicht, was ich machen sollte. Ich weiß nicht, ob das abläuft. Aber ja, gut. Das haben wir jetzt. Dann haben wir mal mit dem Sir Bannerlott und mit ihm hier gespielt. Und ja, wir haben die Magnetklaue freigeschaltet, weil wir es bis eben 11 geschafft haben. Ich werde mir auch die anderen jetzt mal angucken und wir werden als nächstes Felina spielen, wegen ihrer Liebe zu Raubtieren immer gehänselt. Sie schwor sich, dass sie eines Tages einen Tiger zähmen würde, aber bisher hat sie es nur geschafft, eine Hauskatze zu zähmen. Beschreibung: Cream Puff kämpft permanent an deiner Seite, alle Stärkemodifikatoren werden auf den ersten Begleiter statt auf Felina angewendet. Okay. Dann schauen wir da mal rein. So. So, sie hat einen Begleiter, nämlich Cream Puff. Und dann brauchen wir ja so Laser Pointer. Okay. Hat 4 Stärke, greift jedes Mal, wenn der Spieler angegriffen wird, den nächsten Gegner an, kann nicht angegriffen werden. Okay, der verteidigt uns also. Und mit dieser Stärke müsste er jetzt, genau, der wird stärker, je mehr Stärke wir haben. Das bedeutet, wir müssen eigentlich gucken, dass wir auf Stärke gehen. Weil jede Stärke macht ihn halt stärker. Und jeder Laserpointer ist halt ein Schaden, beziehungsweise 1 plus Stärke Schaden. Das ist halt das Übliche, sie fängt langsam an. Mantle alle Stärke. Ne, das ist blöd, wir wollen ja genau das Gegenteil. Da gibt's nichts Gescheites. Also prinzipiell müssen wir uns auf diese Ringe fokussieren, weil damit machen wir unsere Waffe stärker. Also beziehungsweise unseren Begleiter, weil der ist. Der ja unsere Waffe ist. Weil hier, ja, das ist. So, jetzt haben wir zwar einen Schaden bekommen, aber wir sollten nach den Vorteilen erledigen wir ja gar nicht, weil wir nicht genügend. Außer ich nehme jetzt 2 Laserpointer. Dann könnten wir es eigentlich, dann müsste eigentlich klappen. So, hier, erhalte einen Block für jeden benutzten Gegenstand. Das ist eigentlich immer gut. Ja, das nehme ich. So, welche Perks könnten ihr helfen? Prinzipiell alles, was Stärke hat. Also alles, wo Stärke gleich drin ist. Gut, das maximale Leben für Gold eher nicht. Weil wir bisher nichts haben, mit dem wir Gold generieren. Ich meine, wir haben jetzt hier 4 Gold. Oh, da. Wenn du einen vergifteten Gegner hast, nehmen wir das. Dann geht das Gift weiter. Ich weiß nicht, ob die Katze dann nachher noch irgendwie Giftangriffe machen kann. So. Ja, das ist. Ich muss mehr.
Also wir brauchen dringend mehr Stärke, damit der stärker wird, weil anders geht's ja hier nicht. Wobei jetzt vielleicht das Block in Stärke umwandeln gar nicht mehr so schlecht wäre, weil wir so einfach dann Ding und eine hohe Stärke machen könnten. Also jetzt, wo wir diesen Handschuh haben, der uns sehr viel Block gibt, könnte das ganz gut sein. Okay, da ist nochmal der Handschuh, aber jetzt, man kann einer Midas Hand einfach nicht Nein sagen. Das ist, ich meine, das ist Gold pur. Es ist halt bei ihr ein bisschen schwieriger, weil sie keinen Magneten hat. Aber... Puh, das war knapp. Na, der Ring natürlich rausgefallen. So. Ah, jetzt hat er Stacheln. Aber interessieren uns die Stacheln? Ja, wir kriegen den Schaden für die Stacheln. So. Ich hoffe, ich wollte eigentlich den Ring hier haben. Also ein Magnet wäre bei ihr bestimmt auch ganz gut, weil die Ringe sind magnetisch. Und, ja. So. Oh, das war ein bisschen zu früh, also von der Positionierung her. So. Ne, ich will nicht so viele Schilde. Ich habe schon genug Schilde. Das Problem ist halt, der wird ja immer stärker. Der tut seinen Stachel immer höher treiben. Deswegen wir gucken müssen, dass wir noch stärker zuhauen und es schneller beenden. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte alle drei Dinger kriegen. Das sieht gut aus. Erstmal die Stärke hoch und dann zwei Angriffe. Wir haben nicht viel verloren. Erhalte 2% deiner Münzen am Ende des Kampfes, maximal 100. Reduziere die Lebenspunkte deiner Gegner. Ich nehme mal Sparkonto. Am Anfang macht es ja noch nicht so viel, aber später wird es ja dann gut. Und wir werden uns deshalb erstmal hier verabschieden. Mal sehen, wie es weiter mit ihr läuft. Und ja, ich denke mal, wir schauen an, was es dann so gibt. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Auf Wiedersehen.